Dank für die Einführung und auch von mir ein herzliches Willkommen zu dem Vortrag. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten der Bewegungstherapie vor, während und nach der Krebstherapie geben. Professor Wertz hat schon gesagt, mein Name ist Antonia Pahl und ich leite nun seit 6 Jahren gemeinsam mit Professor Wertz die Sportonkologie hier am Uniklinikum Freiburg. Um Ihnen einen ersten Einstieg in das Thema zu geben und auch so ein bisschen zu erklären, wie sich das Thema eigentlich entwickelt hat und warum Bewegung eigentlich heutzutage nicht mehr wegzudenken ist aus der Supportivtherapie, ist ein kleiner historischer Hintergrund. Also von Beginn an war eigentlich die Meinung, ein Krebspatient, der ist krank, der soll sich schonen und möglichst im Bett liegen bleiben. Diese Haltung hat sich noch relativ lange gehalten. Dennoch gab es einige Punkte, die schon dahin gedeutet haben, dass Bewegung eine entscheidende Methode ist, dem Patienten etwas Gutes zu tun. Zum einen gab es 1921 die erste Untersuchung, wo herausgefunden wurde, dass Personen, die einen körperlich anstrengenden Beruf hatten, wie zum Beispiel Bauarbeiter, seltener an Krebs erkrankten als Personen mit einem sitzenden Lebensstil. 1952 gab es die erste Studie, da wurde untersucht, ob Brustkrebspatientinnen nach einer Brustamputation durch Krafttraining eine Verbesserung ihres Lymphabflusses haben. Und da hat sich dieses bestätigt. In den 1990er Jahren gab es dann viele Bestrebungen, das ganze Thema Bewegung und Sport noch ein bisschen mehr über Studien auch die Effektivität herauszufinden, unter anderem 1996 auch eine Studie hier aus dem Haus mit Leukämiepatienten. Und ein entscheidender Punkt war 2005. Dort gab es zum ersten Mal eine große Zusammenfassung vieler bis dahin durchgeführter qualitativ hochwertiger Studien und deren Effekte auf gewisse Krebsarten und auch aber die Nebenwirkungen. Und 2010 war ein entscheidender Punkt, denn da haben Experten aus der ganzen Welt sich zusammengesetzt und der bisherigen Erkenntnisse Empfehlungen für die Bewegungstherapie während und auch nach der onkologischen Erkrankung geschrieben. Diese Empfehlungen wurden 2019 dann nochmal bearbeitet und auf den Weg gestellt. Das heißt also, wir haben mittlerweile Empfehlungen, aber welche denn und wann ist es für Sie denn wichtig, gut zu machen oder auch Bewegung? Wir haben verschiedene eine Erkrankung, Bewegungstherapie wichtig ist. Zum einen haben wir einmal die Prävention. Da geht es darum, dass man durch Bewegungstherapie oder auch Bewegung allgemein einfach versucht, das Risiko für eine Krebserkrankung möglichst gering zu halten. Nach der Diagnose, aber bevor Sie in die Therapie starten, ist Bewegungstherapie wichtig, um Ihre Ausgangssituation möglichst gut zu gestalten. Das heißt, dass Sie möglichst kräftig sind und widerstandsfähig, um die Therapie, die dann anschließt, möglichst gut entgegentreten zu können. Aber auch während der Behandlung ist Bewegungstherapie wichtig und hier ist es das Ziel, den Abbau Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit möglichst gering zu halten und auch gewissen Nebenwirkungen vorzubeugen. Und nach der Behandlung, da geht es dann darum, Ihre körperliche Leistungsfähigkeit wieder aufzubauen, um sie damit wieder in den normalen Alltag sozusagen zu integrieren. Aber wie viel Bewegung brauchen wir denn? Und da ist es so, dass am besten eine Mischung aus Ausdauertraining und Krafttraining gut ist. Wir haben hier einmal das Ausdauertraining in den 2 Kreisen, wie Sie hier sehen, einmal der blaue Kreis und der rote Kreis. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie machen 150 Minuten mittlere oder auch sogenannte moderate Intensität Ausdauertraining. Das kann sowas sein wie spazieren gehen oder aber auch langsames Fahrradfahren, zum Beispiel zum Einkaufen, aber auch tanzen oder Hausarbeit. Oder Sie machen 75 Minuten intensive Ausdauerbelastung, das heißt Joggen gehen, intensives Fahrradfahren oder aber auch Ballsportarten. Zusätzlich dazu sollten Sie noch 2-mal pro Woche muskelkräftigende Übungen einführen. Ganz, ganz wichtig ist aber immer, dass Sie, sofern Sie sich in einer Krebsbehandlung befinden, mit Ihrem Arzt auf jeden Fall auch sprechen. Und gerade während der Behandlung ist es zwar möglich, Sport zu machen, Sie sollten dennoch auf einige Sachen achten. Zum Beispiel 24 Stunden nach Gabe der Chemotherapie keinen Sport machen. Bei instabilen Knochenmetastasen, zum Beispiel also wenn die Knochen etwas bruchgefährdet sind, aber auch frischen Operationsnarben oder akuten Infekten sollten Sie keinen Sport machen. Und bei den Blutwerten sollten Sie darauf achten, dass der Hämoglobinwert, der für die Sauerstoffversorgung zuständig ist, und die Thrombozyten, die für die Blutgerinnung zuständig sind, nicht zu niedrig sind.
Die Bewegungstherapie in der Onkologie ist eine nebenwirkungsorientierte Bewegungstherapie. Das heißt, wir versuchen mit der Bewegungstherapie die Nebenwirkungen, die durch die Erkrankung oder aber auch durch die Therapie auftreten, möglichst positiv zu beeinflussen. Auf Grundlage der Studienlage, also was man bisher schon weiß, gibt es verschiedene Nebenwirkungen, die sehr, sehr gut angegangen werden können, positiv, und manche, bei denen man es noch nicht ganz weiß. Wir haben hier in grün dargestellt, die, von denen wir eine sehr, sehr gute Studienlage haben. In gelb, da gibt es erste Tendenzen, und rot, da ist die Studienlage einfach noch nicht groß genug, um klare Aussagen zu treffen, aber immerhin gibt es hier auch schon leichte Empfehlungen. Wir sehen, dass für die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit, um diese zu verbessern, ist das wichtig, was ich Ihnen eben in der Folie vorher gezeigt habe, also eine Kombination aus Ausdauer und Krafttraining. Bei den psychischen Beeinträchtigungen, da ist vor allem das Ausdauertraining sehr entscheidend. Also, aber auch hier sollten Sie das Krafttraining nicht vergessen. Und beim Lymphödem, das sehen Sie hier, die letzte Zeile im Grün, da ist Krafttraining sehr entscheidend. Das heißt, eine progressive Steigerung, also immer etwas mehr machen und da vor allem die großen Muskelgruppen, also Beine, den Rumpf und die Arme. Wenn wir uns die positiven Auswirkungen auf die Knochenstabilität angucken, da ist auch vor allem Krafttraining und hier mit einer moderaten bis hohen Intensität oder aber auch Sprungübungen wichtig. Und beim Schlaf hat sich auch, Ausdauertraining als positiv herausgestellt. Und bei der Polyneuropathie, da wissen wir, wie gesagt, noch nicht ganz so viel, aber das, was wir vor allem aus Erfahrungen wissen, ist, dass Gleichgewichtstraining hier entscheidend ist oder aber auch Fühl- und Tastübungen für die Hände und für die Füße. Wie setzen wir das Ganze vor allem hier in Freiburg um, aber auch in der Umgebung? Wir haben zum einen, wie ich schon angesprochen habe, die Sportonkologie, also hier im Haus eine Bewegungseinrichtung für Patientinnen, vor, während oder auch nach der Therapie, in denen wir ein individuelles Bewegungsprogramm anbieten, ein gerätegestütztes Training. Wir haben aber auch Studien und hier gerade eine laufende Studie, die Integration-Studie, die sozusagen eine neue Versorgungsform für Patienten austestet, die erstmalig an Krebs erkrankt sind. Das heißt, diese Patienten bekommen eine angepasste Bewegungs- und Ernährungstherapie und diese wird verglichen mit der Routineversorgung. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeiten des Rehabilitationssportes und hier bietet der Badische Behinderten- und Gesundheitssportverband auf seiner Website einen sehr guten Überblick über mögliche Anbieter und da können Sie gerne auch nochmal reinklicken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, Ihnen einen ersten Einblick habe geben zu können. Und ich und mein Team, wir freuen uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden, wenn Sie Fragen haben oder auch gerne mal zum Schnuppertraining vorbeikommen wollen, können Sie uns gerne kontaktieren. Ja. Wunderbar. Lieber Antonia, vielen Dank für die schöne Darstellung unserer Sportonkologie, vor allen Dingen auch den Hinweis halt auf diese Studie Integration, die Kombination zwischen Sport und Ernährung sozusagen darstellt. Von daher gesehen. Ich habe jetzt noch keine Fragen im Chat. Vielleicht, wir haben noch ganz kurz Zeit, einen Kommentar noch. Gibt es große Nebenwirkungen oder ist diese Sporttherapie, die wir anbieten, sehr individuell, dass die Patienten da gar nicht sozusagen in Nebenwirkungen reinrutschen durch die Therapie? Also man kann natürlich nie ausschließen, dass es, sag ich mal, jemandem mal vielleicht auch zu viel war an Bewegung, aber wir achten schon sehr darauf, dass die Patienten, also wir schauen, in welcher Phase der Therapie befindet sich ein Patient, was hat er für eine Ausgangslage, also was sind die Beschwerden, die mit der Therapie oder auch nach der Therapie auftreten, versuchen da schon sehr gut ein individuelles Programm zusammenzustellen und somit jedem das Maß an Bewegung zu geben, was er eben braucht und was er auch leisten kann in dem Moment. Also grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Nebenwirkungen eigentlich die typischen, die man vom Sport hat, sind, wie Muskelkater oder einfach mal vielleicht einen Tag dann auch, wo man vielleicht ein bisschen erschöpft ist.